Die Extrempaddlerin und ihr Kajak. Australien und Südamerika hat sie schon umrundet. Jetzt will Freya Hoffmeister als Erste auch in Nordamerika paddeln. 8 bis 10 Jahre plant die Husumer Eisdielenbesitzerin für ihren Rekordtrip ein. In Blöcken von 3 bis 5 Monaten geht es dann immer abwechselnd Richtung Norden und Süden. Ich fange an, in Seattle zu starten. Einmal fahre ich nach Norden, hier längs rum, und die andere Hälfte des Jahres Süden, und geht es dann hier durch den Panama-Kanal und oben durch die Nordwestpassage. Hier die Golfe von Mexiko werde ich wahrscheinlich auspaddeln und den Hudson Bay aber überqueren. Am Ende treffe ich mich dann wieder selbst in New York, und unter der Freiheitsstatue wird dann die große Ankunftsparty zelebriert. Um die 50.000 Kilometer ist die Extremtrip lang. Für die Vorbereitung hat die 52-jährige Geschäftsfrau jedoch gerade nicht so viel Zeit. Es gibt ein Motto, was ich jetzt für die neue Reise mir gebildet habe. Das heißt, never stop starting, never start stopping. Und das ist sicher auf Deutsch genauso zu erzählen. Fange niemals an aufzuhören, höre niemals auf anzufangen. Und das ist, glaube ich, sehr sinnvoll für gerade die fortgeschrittene Generation. Immer in Gange bleiben zu Deutsch. Physisch werde ich sicher Muskelkater reichlich kriegen am Anfang wieder. Aber an sich denke ich, dass ich es noch wieder auf die Reihe kriege. Ob mein Körper mit fortgeschrittenem Alter nicht zu sehr knirscht und knarscht in den Ecken, das weiß ich noch nicht genau. Aber ich denke, dass es noch machbar ist. Mit dem Alleinesein hat die Extremsportlerin eigentlich keine Probleme. Doch ganz ungefährlich wird der Trip nicht. Angst, das Wort kenne ich nicht, aber Respekt kenne ich sehr wohl. Und zwar großen Respekt, sicherlich vor allen möglichen Seebedingungen. Aber ich glaube, da kann mich nicht mehr allzu viel schocken. Aber die Bären, die sich dann auftun, schwarz-braun, grizzly und eisig, also weiße Polarbären, Eisbären heißen die bei uns, das ist natürlich das, was noch so ein bisschen, kenne ich noch nicht. Ich habe noch nicht mit Bären gepaddelt. Andere Leute sind dort schon gepaddelt, aber es ist schon gerade bei den Eisbären ein ziemlich großes Risiko. In 2 Monaten schon wird Freya Hoffmeister in den Flieger steigen. Ende März wird die Husumerin dann lospaddeln.